Nichts erfüllt den Gärtner mit mehr Vorfreude als eine Samenpackung. Welch Potenzial steckt in dieser Tüte? Prächtige Blüten und sattes Grün. Aber haben Sie sich die Samen schon mal genauer angeschaut? Auch die alleine sind wunderschön. Allerdings muss man dafür ganz nah rangehen. Der Zinniensame, er gleicht einer antiken Speerspitze, in Metall gegossen, wäre er ein Schmuckstück. Die Teilfrüchte der wilden Malve erinnern an leckeres Gebäck mit Käse überbacken. Ringelblumen bilden ganz verschieden geformte Samen. Sie sehen aus wie Haken, Geweihe oder Ringe wie diese. Der Same der Kokardenblume, stand er Pate für Federbälle? Stockrosensamen sind elegante Fächer und ähneln eher einer Koralle als einer schnöden Landpflanze. Das Hornkraut, eine trutzige Kapsel, umschließt die zarte Samenfracht. Beim Mädchenauge tragen rote, glänzende Segel die Samen durch den Garten. Wie ein Gefäß wirkt dieser Boretsch-Same, er ist prall mit Öl gefüllt. Und schließlich die Frucht des kleinen Wiesenknopfes, modernes Design um winzige Nüsse im Inneren. Nicht mehr lange und wir können all diese Kostbarkeiten im Garten aussehen. Vorher muss nur der Frühling kommen. Und so lange fassen wir uns einfach in Geduld.